Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von RimWorld. Halli, hallo, Hallöchen. Wir wurden das letzte Mal überfallen von den konföderierten Stammesmitgliedern und wir haben ganz schön auf die Fresse gekriegt irgendwie. Bestandsaufnahme, Prellung, 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 Bruch, 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 Prellung, Prellung, abgerissen. Jo, das ist schon älter, aber trotzdem. DJ, Quatsch, das war DJ, jetzt kommt Dave. Dave hat gar kein Ohr mehr, seine Speiche ist zerstümmert. Ich sollte morgens nicht mehr so viel Alkohol trinken. Trink mal einen Schluck Kaffee. Ah, kalter Kaffee, sowas Tolles. Kleiner Finger ist auch schon weg. Michelle, Niere zerstört. Oh mein Gott. Blutreinheit ist tatsächlich schlecht. 50%, ne? Oh. Da brauchen wir mal ein paar Gefangene, wo wir mal eine Niere weghauen können. Wird Zeit, dass wir die Joints anbauen können und ein paar Joints verarbeiten können. Dann können wir nämlich Laura auch sagen, die soll hier aufhören, 1 Million Steine zu machen. Dann kann die nämlich ganz in Ruhe hier verarbeiten. Ne? Das ist, was ich sagen wollte. Hoffe ich. Okay, was muss ich noch weg? Wir können ja mal hier, naja, die nicht, aber die Steine können mal weg. Das kann dann mal weg. Objekte wegtragen, Objekte wegtragen. Liegen da auch noch welche? Nee, gut. Ist das ein Stein? Ja, weg. Weg. Einfach alles weg. Und da wir immer Holz brauchen, könnte man hier auch sagen, Holz hacken. Zack, 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 zack. Alles weg. So. Kritischer Alarm. Laura ist untätig. Laura hat keine Brocken mehr. Laura, was machen wir denn mit dir? Kannst du denn noch irgendwas? Könntest schlachten, wenn wir was hätten. Kochen 4 ist ja jetzt nicht so schlecht. Das ist ja fast besser als Michelle. Aber die hat immerhin noch eine Leidenschaft dafür. Machen wir mal sowas. Bauen, reparieren. Schmieden, schneidern, Kunst. Einfach mal anhauen. Ach ja, und der Dave hat sich zu DJ ins Bettchen gelegt. Na ja, warum nicht? Bleibt ja in der Familie. Und hier traut sich keiner, das Ding abzureißen, ne? Das ist, den Auftrag habe ich, glaube ich, vor 3 Episoden oder so gegeben. Kann denn. Ah, okay, da passiert es gerade. Blub, 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 blub. Und weg. Ausruhen. Okay. Das Lager ist nicht groß genug. Das Lager ist nicht groß genug. Dass es hier alles draußen rumliegt, ist ja auch so eine Sache. Gut. Abbauen. Das sollte eigentlich der Gefängnisblock werden, ne? Vielleicht sollten wir doch erstmal mit der Werkstatt und dem Lager anfangen. Haben wir denn schon diese Orbitalbeacons? Ja. Groß. Sollen wir hier so einen langen Gang machen? Oder so? Hier rein, L-förmig lagern. Werkstatt.
Beacon, Beacon, Beacon. Sowas? Ganz schön groß, ne? Würde reinpassen. Schleusentür? Wärme, Kälte ist hier nicht interessant, ne? Komm, weg. Weg damit. Bergbau. Da hat Laura wenigstens wieder was zu tun. Michelle ist geheilt. Und erstmal. Die Toten müssen weg. Bringt eure Toten raus. Ding, ding. Bringt eure Toten raus. Ach ja. Zack. Es ist immer noch Herbst, ne? Es ist, der Winter ist noch nicht mal. Baumwollpflanze auf. Was? Da ist dann auch schon wieder der Stramm weg. Ein totes Muffalo. Wo bist du denn gestorben? Habe ich dich markiert? Grizzly, Grizzly. Oh, der Grizzly hat dich getötet. Und du lebst noch? Ja. Oh. Was ist mit dir? Du bist auch tot. Und du? Du bist in Ordnung. Ah nein, Mensch. Na dann, komm, dich retten wir. Du wirst gezähmt. Und dann danach zählen wir euch nach und nach. Fruchtbare Erde. Dann könnte man nämlich erstmal sagen, Zone hier, Tiergebiet. Hatte ich da irgendwo schon mal was festgelegt? Ach ja, da. Dann machen wir doch. Ja, das hier wird erstmal Tiergebiet. Gebiet. Ja. Zack. Zack, da gibt's überall lecker Fresschen. Da könnt ihr rumrennen. Ja. Was ist denn hier? Später machen wir hier irgendwie zu und hier und da und dann reißen wir hier noch die ganzen Steine ab und dann haben sie mehr Platz und dann können wir hier auf den fruchtbaren Boden Heugras anbauen und dann machen wir hier draus nämlich kein Heugras. Hier würde ich sagen, machen wir die erste Ladung Heugras, bis das Tiergebiet wirklich steht und wir genug Muffalos haben und dann machen wir hier auch Drogen draus. Fertig. Oder Heilpflanzen. Damit das hier im Weg steht, glaube ich, für die dritte Turbine. Dritte vor allem. Hm? Die zweite Turbine. Schauen wir doch gleich mal. Wind. Was? Warum kann ich dich nicht rotieren? Ja. Hä? Egal. Keiner gesehen. So. Da gucken wir mal. Okay, da müssten wir. Da tatsächlich noch was abreißen. Da einmal rum. Auch kein Problem. Dann können wir das ja auch wieder ein bisschen wegnehmen. Jo. Jo, dann machen wir das doch so. Dann löschen wir diese Zone. Boden. Weg.
Struktur. Marmor. Ja, von mir aus Marmor. So. So. Und dann machen wir hier nochmal eine Doppelwand draus. Das heißt, das da muss nicht abgerissen werden. Jo. 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 Klingt doch ganz gut. Über die Ecke kann, ging irgendwie immer noch nicht, ne? Dann lassen wir die zweimal da, bevor sie sich da irgendwie noch einschließen. Die hatte ich schon. Machen wir hier Heil. Heilwurz da. So, nochmal, gib mal ein bisschen Gas hier, damit wir dann auch nochmal zu irgendwas kommen hier. Dave. Schlachtet Kreatur. Okay, ja, das ist in Ordnung. Oh, Jade. Sehr schön. Da müssen wir tatsächlich mal ein Auge drauf werfen, ob irgendwo schöne Materialien sind. Dann könnte man anfangen, mal eine Skulptur zu machen. Malaria schon wieder. Ach, ich könnte kotzen. Wir haben nur noch 8. 8-mal Kräuter. Und natürlich unser Arzt selber. Ach Mann. Okay. Dine bringt Timberwolf tot. Dann macht DJ mal gerade Folgendes. Wie geht's denn dir so? Stimmung ist... Okay, pass mal auf. Du behandelst mal schnell Laura. Wieso was ist denn... Was? Laura? Ach, Laura und Dave. Okay. Ja, shit. Gut, dann einmal Laura. Und einmal Dave. Behandeln. Und ausruhen. Dine. Tick. Grizzly Bear. Okay. Der Bär selber ist auch tot, ne? Was ein Quatsch. Gut, dann haben wir wenigstens, sag ich mal, genug Fleisch für die nächste Zeit. Ah, oh, 2 Gasiere. Gar nicht gesehen. Kann man auch einen schönen riesen Raum hier draus bauen, der dann schön heiß ist. Dine, schlafen? Nein. Dine, da... Kann ich die nicht behandeln? Oder du musst dich einfach nur ausruhen. Okay. Wir können das. Wir schaffen das. Wir... Yes, we can. Malaria und eine Lebensmittelvergiftung. 65-63. 66-63. Oh Gott. Kann nur hoffen, dass sich DJ schnell ausruht und entsprechend gute Laune hat. Und wir keine verrückten Tiere haben. Ein Boomerang auch noch. Ja, na klar. Was auch sonst. Du bringst das hier mal rein, bitte. Gut. Kampfmodus. Da mal bitte hinstellen. Und da kommt auch schon das verrückte Boomerloop.
Siehst du schon? Okay. Wow! Okay. Guter Schuss. Ausruhen ist nicht. Mach mal bitte. Achso, das ist keine Homezone hier wahrscheinlich, ne? Zone! Zone, Zone, Heimgebiet. Hier, mach mal kurz das da. Feuer. Alle irgendwie verletzt. Körper. Malaria leicht. 2 Stunden. 3,5. Okay. Dave ist jetzt echt aufgestanden, ne? Um das Feuer zu bekämpfen. Gut. Macht ihr mal. Dine könnte noch mal helfen. Auch so nicht, okay. Wer? Wo? 0,6 Stunden. Ja, was essen und leg dich hin. DJ. Bitte behandeln. Qualität 54. Ja, ohne Licht ist hier natürlich auch schlecht, ne? Wir sind aber knapp dran. Bei Dave sieht das, glaube ich, schlimmer aus. Das geht. Was macht er? Rutscht sich aus. Ne? Gehen wir hier. Schlafen ist völlig geheilt. DJ muss was essen. Und. Ach, der ist noch nicht so weit, ne? Ist jetzt notwendig. Dine, ne, ne, lass mal. Da stand gerade nur 83, ne? 38. Das ist nicht gut. Piratenhändler. Ach, die Satteltaschen, ne? Das sieht richtig gut aus. Muss man die eigentlich... Oh, Neutramin. Gold, Bier. Aber die sind bestimmt gut bewaffnet, oder? Sklave, Knüppel, leichte Maschinenpistole. Aber wenn die jetzt nicht, so krank wären, würde ich ja fast sagen, oh, die haben auch 3 Bären dabei. Naja, okay, gut, lassen wir das mal. Sonst hätte man den ja auch schön nach vorne stellen können. Winter hat angefangen. Ja, das ist ja großartig, dass der Winter angefangen hat. Michel, kannst du mal schlachten, bitte? Und wir könnten bei einfacher Mahlzeiten, was du hast, ja, das bleibt so. Einfache Mahlzeiten setzen wir auch runter. So. Nur die leckeren Mahlzeiten. Da kann dann Dave mit seinem hohen Wert weitermachen. Wie sieht's denn aus? Malaria leicht. 69, 69. Das ist okay. 70, 69. DJ muss sich mal weiter ausruhen. Irgendwer müsste das Ding da bauen. Könnt ihr denn alle überhaupt bauen? Was bringt sie denn eigentlich? Reaktiviere Stabschlagfalle. Ja, nee, kannst du. Mach doch mal das da. Oh, DJ hat sich erholt. Ist gut. Mach mal Strom. Strom
Komm gut. Hier kommt rein, hier hängt hier rum. Auch okay. Schauen wir mal nach. Wann geht's los? DJ 1, Dino 2. Zwei Ständchen noch, ne? Und nur noch viermal. Also ich bin mir sicher, dass Laura es schafft. Behandlung ist notwendig. Versorgt Laura. Okay. 73, 73. Ich habe mir jetzt wieder die Qualität nicht anzeigen lassen. Trägt Wildfleisch. Mach mal bitte das da. Mach mal bitte ein bisschen langsamer. 30%. Warum ist das bei ihm immer so schlecht? Bei ihr war das immer, glaube ich, so 50 oder besser. Na gut, Geschwindigkeit wieder hoch und dann schauen wir mal, was hier abgeht. Wupp, wupp. Ach ja, meine Sorgen, Kinder. So, und wer ist hier Aufseher? Michelle. Dann schlachte den dann mal zu Ende und jetzt gucken wir mal da. Handeln. Medizin zu völlig überzogenen Preisen. Wir könnten unser Haustier verkaufen. Ich habe bis jetzt noch nicht gesehen, dass der irgendwas Tolles gemacht hat. Oh, Sklaven. Tja. Nö, nö, nö. Bauteile habe ich genug. Medizin habe ich keine. Flake habe ich, ne? Das können wir verkaufen. Haben wir nicht. Goyo Juice können wir verkaufen. Das klingt wie Penicillin. Eine Droge, um sich vorbeugen vor verschiedene Krankheiten zu schützen. Schützt vor Malaria, Schlafkrankheit und Seuchen. Eine Pille alle 5 Tage und die Krankheit sind keine Plage. Okay. Auch teuer, ne? Alle 5 Tage davon eine. Das ist eine Menge. Leichte Maschinenpistole. Ich würde die gerne noch behalten, aber Wurfspeer kann weg. Bogen, 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 Pieler, Bogen. Schrotze, na, weg, weg. Pistole möchte ich behalten. Langbogen, Pieler, Schrotze behalten. Ach, das T ist immer für von Toten, ne? Und die haben ja auch diesen Negativ-Buff jetzt mit Kleidung von Toten. Das ist echt ein Ding, ne? Das finde ich schade, dass sie das reingemacht haben. Also ich meine, ja klar, wäre mir jetzt auch nicht so angenehm. Aber... naja. Okay, normal 12 wollen wir eh nicht. Übel wollen wir nicht. Schlecht wollen wir nicht. Schäbig. Normal ist gut. 61% ist auch gut. Tot. Würde ich erstmal noch behalten. 58 gut. Schlecht weg. Schäbig weg. Schäbig. Schlecht. Schlecht. Normal über 50, normal über 50, normal über 60, normal über 60, gut 63, schäbig weg, gut 71. Das sind aber eine Menge Parkers, so viele brauchen wir auch nicht. Da können wir gleich nochmal gucken. Überleben 65.
Überlegen 77. Gut. Exzellent. Wow, was wir alles haben. Übel. 30. Unter 50 schlecht weg. Normal. Ne, das ist der. Normal 60. Gut 60. Schäbig 90. Schlecht, schäbig, schlecht, schlecht. Normal 58 und nicht von Toten. Mein Gott. Simon einer guck. Und dann haben wir noch ganz viel Zeug, das keiner haben will. Gut. Parkas. Sollen wir die zwei Überlegenen und den Exzellenten behalten und den Rest verkaufen wir. Parker, 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 überlegen, überlegen, gut, exzellent. Ne? So. Hammer. 700 Münzen verdient, 1000 hat er. Es ist der erste Tag vom Winter, ne? Es sind also noch 15 Tage Winter. Ab 8. Frühling geht's wieder los mit der Aussaat. Und dann dauert das ewig. Na, müssen wir erstmal machen, würde ich sagen. Müssen wir erstmal so machen. Finde ich nicht gut, aber ist so. Annehmen. So, aber jetzt für die Malaria, die aktuell ja so gut wie besiegt ist, kriegt ihr nur diese Medizin erstmal. Das ist dann halt erstmal so, damit müsst ihr leben. Wann geht's hier weiter? In 8 Stunden. Okay, ist also ein bisschen Zeit. Ihr dürft so langsam gehen. Aber das war ganz gut, dass die da waren. Jetzt ist hier tatsächlich mal ein bisschen leerer. Dann können die Sachen wieder ins Lager getragen werden. Wir haben schon wieder keine Gräber. Das ist ja auch... Also, ein Verschleiß, ne? Kriegt eigentlich irgendjemand einen Debuff, weil das Grab nicht gut oder... exzellent oder überlegen ist. Noch mehr? Tatsächlich noch mal Karawane. Was habt ihr denn da so? Knibbel. Ein Eisbär. Kräutermedizin. Kann ich euch die Medizin wieder zurückverkaufen? Ach ja, ja, ja. Ah ja, gut. Gut, wir haben ja ein bisschen Plus gemacht. 400, glaube ich. So viel könnten wir dann jetzt auch nochmal für Heilkräuter ausgeben. Wäre okay für mich. Kann ich aktuell mitleben. Michelle, was machst du da? Geht etwas spazieren. Geh bitte nicht so lange spazieren, bis man dich dort eingeschlossen hat. Ja? Na? Kutibo? Ich habe keine Jagdaufträge mehr, ne? Musst du irgendwas Tolles machen? Ja, komm, hier, Michelle kann nicht tragen? Klar. Was? Kein Weg. Ernsthaft?
Das, da kann sie nicht rüberlaufen. Das ist jetzt nicht euer Ernst, ne? So, die erste Karawane ist weg. Und die zweite Karawane? Ach, ist da unten. Okay. Wer war Aufseher? Michel. Okay, die muss ich dann selber erstmal befreien. Hat sie gerade. Gut. Rutze ich aus. Nö, hier gehen wir quatschen. So, ihr habt Eisbären. Eisbären und dieses komische haltbare Zeug hier. Kräutermedizin für 17 pro Stück. Mhm. Wenn ich alle nehme, kostet das, ja, dann habe ich wieder genauso viel wie Anfang. Okay. Holzknüppel weg. Marmorknüppel weg. Obwohl. Sollen wir die Nahkämpfer mit den Knüppeln ausrüsten und dafür den Streitkolben und das Messer verkaufen? Mit den Knüppeln könnten wir vielleicht mal jemanden bewusstlos schlagen. Und die sind, glaube ich, auch mehr wert. Na, jetzt brauchen wir erstmal Geld. Nee. Nächstes Mal. Speer weg. Maschinenpistole möchte ich behalten. Pistole, Schrotflinte behalten. Gut. Wobei man natürlich sagen könnte, wir haben eine Pistole und eine Schrotflinte. Das Ding ist nur 6 Dollar wert. Im Gegensatz dazu kann man sich also eigentlich hier, kommt weg. Na gut. Zweimal gehandelt, 80 Silber plus gemacht, sind eigentlich alles losgeworden, was kacke ist. Außer natürlich hier die ganzen Felle, das könnte man... Stammeskleidung könnte man versuchen zu verbrennen, ne? Kann man irgendwo... Haben wir eigentlich Holz im Lager? Ja, haben wir. Gab's nicht. Temperatur, hier müsste ein Feuer sein, ne? Sollen wir draußen ein Feuer machen, wo wir die Stammeskleidung verbrennen? Naja, sie verbraucht jetzt nicht wahnsinnig viel Platz aktuell. DJ, du schläfst da auf dem Boden, weil das... Ja. Nein, nicht... Ach, Mann. Da stand gerade 73%, ne? 81, 77, wunderbar. Hier, Behandlung jetzt notwendig, ne? Dann hier bitte, sollen wir es mal mit guter Medizin versuchen? Stimmung ist gut. Komm, Dev, du kriegst mal gute... Einmal gute Medizin. Und ich will es sehen. Ich hätte da jetzt gerne 70%. So wie bei Laura. Gib dir ein bisschen Mühe. 100%. Okay. Damit kann ich leben. Damit kann ich tatsächlich leben. Hungrig. Ja. Wir haben so viel Fleisch. Naja, gut, wir brauchen halt die einfachen Mahlzeiten nicht so. Schon okay. Fütterin. So, Jungs, wir sind ja schon wieder bei 35 Minuten.
Die Malaria werden wir, schätze ich mal, überleben. Zerrissene Kleidung ist nicht sehr schön. Da müssen wir dann mal schauen, dass wir die Outfits zum Sommer hin verwalten. Es ist genug Leder und Stoff da. Also, dass wir die ganzen Sachen dann hier mal indoors reinbringen können. Ja, sobald die sich hier erholt haben, können wir das Ganze hier wirklich mal in Angriff nehmen. Nö. Und sobald der Frühling ist, wird geraucht. So. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, viel Spaß bis Freitag. Ich wünsche euch eine schöne Woche und ja, nutzt die YouTube-Funktion. Also, bis dahin. Tschüss.